Farbschmuck aus Karotten und Lauchzwiebeln. Oder Gewürzkraut. Dazu eine Halskette aus Paprika. Dieses Model trägt als Umhang einen Oktopus. Die Idee zu diesen kulinarischen Modefotos hatte der österreichische Werbefotograf Helge Kirchberger. Wir sind ja völlig unbedarft in das Projekt gegangen. Und gesagt, schau mal, was passiert, wir probieren etwas. Und es war eigentlich nach der ersten Aufnahme, wussten wir, es wird richtig genial. Und haben im Anschluss an das Shooting dann gleich beschlossen, da tun wir weiter. Jetzt sind die Bilder zum ersten Mal in einer Ausstellung zu sehen. Fashion Food im Museum für Kommunikation in Berlin. Zur Ausstellungseröffnung zeigt der Südtiroler Sternekoch Roland Trettl vor Publikum eine Kostprobe und belegt ein Model mit gefärbtem Nudelteig und Lachshaut. Das Model nimmt es gelassen. Ich habe damit gar keine Probleme. Ich meine, ich liebe Essen, ich mag Fisch, ich mag Fleisch und ich habe da jetzt auch gar keinen Ekel vor oder so. Also für mich ist es einfach schön, was Neues. Die meisten seiner Kollegen finden Roland Trettls unkonventionellen Umgang mit Lebensmitteln faszinierend. Für die Aktion im Museum haben ihm Berliner Köche sogar Küchengeräte geliehen. Im Museum wird der Koch zum Stylisten. Letztendlich hatten wir noch nie ein Problem mit einem Model. Ja, ganz egal, ob es jetzt Nudelhaut, Schokolade oder Oktopus ist. Wobei ich sagen muss, Schokolade hätte am liebsten jeder. Aber auch beim Oktopus kann man sehr gut erklären, ja, indem man einfach sagt, stell dir einfach vor, ja, du isst es ja eigentlich. Und jeder freut sich, wenn er mit einem Oktopus am Set spielen kann. Dann, ne? Normalerweise entstehen die Fotos in einem Studio. Bei den Shootings ist oft Schnelligkeit gefragt, denn die Kleidungsstücke aus Algen, Muscheln oder Oktopus sind nicht lange haltbar. Roland Trettl und Helge Kirchberger haben auch schon ein Kochbuch herausgebracht. Das Vorwort dazu schrieb die britische Modedesignerin Vivian Westwood. Hier ein Hosenanzug aus Rindercarpaccio. Ein Halsband aus Jackfrucht. Und ein Unterhemd aus Lachs. Die 50 besten Bilder hängen nun im Museum. Seit 3 Jahren arbeiten der Sternekoch Roland Trettl und der Fotograf Helge Kirchberger zusammen und durchbrechen dabei die Grenzen zwischen Kochkunst, Mode und Fotografie. Vorige Woche hat beim Shooting ein Model eben auch zu mir gesagt, sie glaubt, wenn sie heute am Abend ins Museum geht und ihre Bilder sieht, muss sie weinen. Und mir ging es ähnlich. Also es war sehr berührend, es war schön. Ein Umhang aus Schweinenetz oder Königskrabben im Haar. Die Ausstellung Fashion Food zeigt noch bis Ende Januar, was man mit Essen alles machen kann.